In der Salzburger Residenz wurden heute 29 Persönlichkeiten aus verschiedensten Lebensbereichen für ihre Leistungen geehrt. Und diese Auszeichnungsverleihungen sind einfach ein Dankeschön für jene Persönlichkeiten, die sozusagen den Kitt unserer Gesellschaft bilden, indem sie alles zusammenhalten, sich besonders engagieren, zu einem großen Teil auch ehrenamtlich das machen. Und wenn wir die nicht hätten, dann wäre das gar nicht gut für uns alle. Und daher ein großes Dankeschön. Jetzt nervös bin ich heute. Ja, jetzt. Dass da so viele Leute gratulieren und dann die Ehrenmedaille, das ist schon eine Ehre, Murzer Ehre. Fachhochschulen sind ja jetzt knappe 30 Jahre alt. Ich durfte den Weg bis jetzt etwa 23 Jahre mitgehen und dass das uns so gut gelungen ist und dass das die Republik auch anerkennt, das freut mich ganz besonders. Und in so einem Rahmen, wo vom Lebensretter bis zu den verdienten medizinischen und volksbildungsmäßigen Menschen geehrt zu werden, ist natürlich schon eine große Auszeichnung. Ich werde mich aber nicht ändern. Ich glaube, ich werde versuchen, ein Professor des Volkes, sage ich jetzt mal, und der Humanitatis, also der sozialen und menschlichen Dinge zu sein.